sieh an, mein charmanter Verehrer. Bist du gekommen, um mich noch weiter zu beleidigen, oder brauchst du nur etwas Eis für deinen Schädel? Strümpfe, sie sind ruiniert. Das war mein bestes Paar. Da will man wenigstens etwas Hübsches auf dieser finsteren Insel haben. Also mir reicht's vollkommen. Wie bitte? Die Geschwindigkeit, mit der du arbeitest. Das ist ja sehr nett, Manny, aber da du nicht mein Boss bist, ist mir deine Meinung ziemlich egal. Gut, exzellent. Weiter so. Wir müssen unbedingt miteinander reden. Fang an. Du bist schließlich der Verkäufer. Ich muss dir sehr vieles erklären. Spar dir deinen Atem. Domino hat mir bereits alles erklärt. Du hast mir eine Menge zu erklären. Ich? Was denn? Warum hast du mich mit der Champagnerflasche K.O. geschlagen? Hab ich doch schon gesagt. Damit du nicht in Dominos Falle tappst. Wenn du es bis an Bord geschafft hättest, dann wärst du jetzt... Hier? Genau. Warum arbeitest du für Domino? Ich tue, was er verlangt, nur um die Kinder zu schützen. Warum sind diese Kinder in einem Käfig eingesperrt? Da die Angelitos Flügel haben, sind sie die einzigen auf der Insel, die Domino nicht kontrollieren kann. Hey, wenn sie fliegen können, dann befreien wir doch die Kinder und lassen sie Hilfe holen. So weit können sie auch nicht fliegen, Manny. Aber sie können Domino umkreisen und ziemlich kraftvoll zubeißen. Warum bist du damals aus meinem Büro gerannt? Das war mir alles so peinlich und du hast so enttäuscht ausgesehen. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht, während ich das Jahr in Rubakawa war? Mich verirrt. Aber wie konntest... Bitte, ich möchte nicht über dieses Jahr sprechen. Hat Domino dir wehgetan? Nicht so sehr wie ich ihm. Junge, der kann vielleicht eine Menge einstecken. Okay, ich verzichte auf weitere Fragen. Schön, wenn du jetzt auch noch auf dein Rasierwasser verzichten könntest. Hey, ich bin jetzt ein Seemann. Wir müssen sowas benutzen. Komm, wir verschwinden von hier. Versuchst du schon wieder, Domino, die Provision für mich wegzuschnappen? Manny, gibst du denn nie auf? Ich bin nicht hinter der Provision her. Ich will uns beide nur hier rausbringen. Warum bittest du deinen Chef nicht einfach um einen Tag Urlaub? Glaubst du wirklich, dass er mein Boss ist? Er ist mein Erzfeind. Ich halte ihn für deinen Boss und du glaubst, er ist mein Geliebter. Unsere Beziehung scheint nicht gerade von Vertrauen geprägt zu sein, oder? Tut mir leid, dass ich so etwas angedeutet habe. Ich vertraue dir wirklich. Ich weiß nicht, ob ich dir in diesem Punkt trauen kann. Aber ich sage dir, was mich überzeugen würde. Und das wäre? Gib mir deine Waffe. Was? Wieso glaubst du, ich hätte eine Waffe? Du arbeitest für die schwerstbewaffnetste Organisation des Totenreichs. Erzähl mir nicht, dass sie dir keine Waffe gegeben haben. Ich habe aber gar keine Waffe. Wieso? Bist du auf Bewährung draußen? Manuel, das kaufe ich dir nicht ab. Manny, warum kommst du nicht wieder, wenn du bereit bist, mir endlich die Wahrheit zu sagen, okay?
Dein neues Kleid gefällt mir. Nun, es ist das Beste, was ich auftreiben konnte. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie schwer es ist, vernünftige Stoffe und Seidenstrümpfe zu finden, wenn man auf einer einsamen Insel am Rande der Welt lebt? Nein, habe ich nicht. Haben Sie einen Termin? Ich gehe da jetzt rein, um Domino meine Forderungen zu stellen. Ich glaube nicht, dass du die Hierarchie hier richtig verstanden hast. Puxi und Bibi arbeiten für dich, du und ich arbeiten für Domino und der arbeitet für Hector Lemont, den Verbrecherkönig von El Maro. Nun, dann wird es Zeit, die Dienststelle ein wenig umzustrukturieren. Domino! Domino! Machst du schon Frühstückspause, Calavera? Wir haben eine Rechnung zu begleichen, Esse. Weißt du, wenn ich mit meinem Boss Hector so reden würde... Du hast meinen besten Freund getötet. Den Dämonen? Ach, Manny. Du kannst Dämonen als Fahrer benutzen, sie als Briefträger losschicken oder dir von ihnen Essen servieren lassen. Aber du darfst sie nie als Freund betrachten. Das ist einfach abartig. Was machst du denn hier am Ende der Welt? Oh, das frage ich mich auch jeden Tag. Aber ich werde dich ausbilden, Manny, damit du an meiner Stelle diese unterbelichtete Glühbirnenfabrik leiten kannst. Wie kannst du nur kleine Kinder in Käfige sperren? Glaub mir, es ist einfacher, als große Kinder in Käfige zu sperren. Warum sprießt du mich nicht einfach nieder, wie du es in Puerto Zapato versucht hast? Das war nicht ich, das war Hector. Er ist so fantasielos, will immer nur alles auf die Schnelle regeln, verstehst du? Ich dagegen bin sicher, dass wir dich durch ehrliche Arbeit resozialisieren können. Wie kommst du auf die Idee, dass ich für dich arbeiten werde? Nun, außer arbeiten gibt es nicht viel, was man auf dieser Insel machen kann, glaub's mir. Und überleg mal, wenn ich erst mal weg bin, dann bist du mit Matche ganz allein auf dieser einsamen Insel. Sag mir nicht, dass diese Aussicht nicht ihren Reiz hätte. Ich habe nicht vor, lange auf dieser Insel zu bleiben. Manny, ich habe die Waffen. Die Transportmittel und den Grips. Was willst du denn machen? Ich werde Matche aus diesem Kerker befreien. Manny, bevor ich sie fand, hat sie deinetwegen ein Jahr allein im versteinerten Wald verbracht. Da ist es in meinem, Kerker hier vergleichsweise komfortabel, findest du nicht? Hector und du, ihr habt eine geheime Basis eingerichtet, um auf ihr Glühbirnen zu produzieren? Ach nein, das ist bloß ein positiver Nebeneffekt. Im Grunde genommen brauchten wir nur einen Ort, an dem wir meine alten Klienten einsperren können. Man kann ja schlecht gute Menschen unkontrolliert im Reich der Toten herumirren lassen. Die bringen es fertig und erzählen jedem, wie wir ihnen ihr Doppel-N-Ticket geklaut haben, nicht wahr? Du hast all diesen Leuten die Fahrkarten gestohlen? Okay, wie viel davon hast du noch immer nicht kapiert, Calavera? Copal spielt mir alle guten Kunden zu, nachdem er ihre Tickets in einen geheimen Fonds transferiert hat. Ich verwische die Spuren im Papierkram und dann sorgen wir dafür, dass die Täubchen bei der Perle über Bord springen. Ich wusste es. Du hast wirklich immer nur die besten Kunden bekommen. Ich habe alle bis auf Mercedes bearbeitet, die du ja in diesem lächerlichen Wagen entführt hast. Den habe ich übrigens das letzte Mal bei meinem Besuch in Rubacava gesehen. Ich weiß nicht, Manny. Solche Flitzer können so gefährlich sein. Also war es nicht meine Schuld, dass Matche kein Ticket bekam. Du hast es geklaut. Nun, aber es war deine Schuld, dass sie im Wald und nicht direkt hier gelandet ist. Aber darum habe ich mich ja gekümmert. Ein Ticket für dich
Eins für Hector. Wie viele brauchst du noch? Oh, Manny, wir konsumieren doch nicht unser eigenes Produkt. Wir verkaufen die Karten an unglückliche Seelen, die kein moralisches Leben führen konnten, weil sie das unsägliche Pech hatten, reich geboren zu werden. Aber ihr könntet euch doch mit den ganzen Tickets ohne weiteres absetzen. Warum sollten wir? Wir haben einen Weg gefunden, das Totenreich lebenswert zu machen. Nette Insel hast du hier. Die Vorbesitzer wussten gar nicht, was für ein Juwel sie hier hatten. Haben sie für ein Apfel und ein Ei verkauft. Sie ernteten die Korallen ab, die mit dem Kran erreichbar waren, und gaben die Anlage auf. Wir jedoch hatten das Zeug dazu, es bis zum großen Riff zu schaffen. Versuchst du mir schon wieder einen Vortrag über erfolgreiches Management zu halten? Nein, über Sklavenarbeit, Manny. Das ist der wahre Schlüssel zum Erfolg. Ich versuch dann mal weiterzufliehen. Ja, mach das, mein Kleiner. Er scheint sich überhaupt nicht im Klaren darüber zu sein, wie kurz ich davor stehe, zu fliehen.